Was ist das denn? Das ist ein kleines Missgeschick. Das Küchenregal ist mir entgegengekommen. Ach, das ist nicht schlimm. Das ist mir auch schon passiert. Und jetzt kümmert sich Andi drum? Nee, eine Schreinerin. Sie haben extra eine Schreinerin beauftragt? Nee, die wohnt jetzt da. Eine der Jungs hat sie angeschleppt. Ah, oh, okay. Entschuldigung, aber ich muss jetzt los, sonst kriege ich Ärger. Aber schön, dass Sie wieder da sind. Danke, Jessica. Bis später. Ja, bis später. Ciao. Sie hier reingekommen? Mit meinem Wohnungsschlüssel? Dann müssen Sie Frau Schneider sein. Ja. Jakob, freut mich. Und mich erst. Danke, dass Sie sich um mein Regal kümmern. Ja, tut mir leid. Jessica sagte, dass Sie erst am Nachmittag wiederkommen. Ja, das ist doch kein Problem. Sie wohnen also jetzt gegenüber, ja? Ja, erstmal. Ich weiß nur noch nicht, wie lange ich in Düsseldorf bleibe. Nach was riecht es hier eigentlich? Oh, das sind meine Käsespätzle. Jessica sagte, ich kann sie hier in den Ofen tun, solange ich arbeite. Hausgemachte Käsespätzle? Mhm. Sehen aus, als wären sie gleich soweit. Haben Sie Hunger? Ah, Sie haben bestimmt Hunger. Meine Mutter hat immer gesagt, Seeluft macht Appetit. Und Sie waren noch an der Nordsee, oder? Ja, wissen Sie was? Ich glaube, Käsespätzle sind jetzt wirklich genau das Richtige. Sehr gute Entscheidung. Ah, oh, perfekt. Vorsicht, Eis. Ist das Arno? Ja, das ist er. Er hatte mich zu einem Überraschungspicknick entführt und hat uns dann ein Boot gekapert. Sieht wirklich super nett aus. Ja. Dann ist es doch bestimmt der See mit der Bar, oder? Die nach ihm benannt wurde? Das weiß ich jetzt nicht. Meinen Sie Emilius Bar? Ja, das Barno. Aha. Olli hatte mir erzählt, dass Arno ihm bei dieser ganzen Planung geholfen hat und Emilius sonst gar nicht eröffnet hätte. Barno? Was für eine schöne Idee. Dann waren Sie noch gar nicht dort? Nein, nein, die Bar hat er noch nicht eröffnet, als ich weggefahren bin. Das müssen Sie unbedingt nachholen. Das ist wirklich super schön dort. Ja, das mache ich mal. Ja, ich wollte sowieso jetzt gleich hin. Warum kommen Sie nicht einfach mit? Jetzt? Ja. Dann muss ich nicht laufen und Sie wollten sich ja eh noch für das Regal revanchieren. Also gut. Schön. In 5 Minuten im Flur? Ja, okay. Das wird Ihnen gefallen. Emilio, wirklich, ich bin beeindruckt, was ihr hier draus gemacht habt. Ja, und Sie haben mir noch nicht mal gegessen. Das wird Sie umhauen. Hey, Charlie, willkommen in der Heimat. Andi. So, ich muss mal wieder, Andi, für dich was zu trinken? Ja, ein Bierchen. Ein Bierchen, alles klar. Na, wie war's an der Nordsee? Schön. Sehr ruhig, also. Genau das Richtige. Das klingt doch gut. Ich bin heute mit Frau Jakob hier. Ihr habt euch schon kennengelernt, oder? Das kann man wohl so sagen. Was, versteht ihr euch nicht, oder was? Doch, Bella ist schon echt in Ordnung. Bella? Hast du gesagt, sie heißt Bella? Ja. Sie ist sogar noch durchgeknallter als ihr Bruder. Welcher Bruder denn? Das hast du noch gar nicht mitbekommen. Bella ist Ollis Schwester. Wie hat er sie gefunden? Wer? Olli. Wie hat Olli Bella gefunden? Ach, das war, glaube ich, über ein Foto. Ein kleines Babyfoto aus Arnos Erinnerungskiste. Ja, und damit ist er dann zu Frau von Anstetten gefahren. Clarissa. Ja, und die hat ihm dann gesagt, wie sie richtig heißt und dass sie aus Tübingen ist. Und da ist Olli dann hingefahren. Hey, Charlie, bist du dir sicher, dass alles in Ordnung ist? Das muss sich um eine Verwechslung handeln. Nee, also das auf gar keinen Fall. Die beiden haben nämlich einen DNA-Test gemacht und der war eindeutig positiv. Ich muss den Schneider sofort. Was denn, wieso? Wir beide haben da noch gar... Was ist denn los? Keine Ahnung. Hey!
Was ist denn los? Am Empfang meinte man, es sei mindestens jemand gestorben. Wie kommst du dazu, Olli den Namen seiner Schwester zu verraten? Dein Neffe hat mir ein Babyfoto von Bella unter die Nase gehalten und einen Umschlag mit meinem Namen drauf. Ich musste ihm was sagen. Ach, wenn Arno nur nicht diesen verdammten Brief an Olli geschrieben hätte. Damit hat er alles doch überhaupt erst in Gang gesetzt. Es gibt Arno nicht die Schuld. Ja, du hast recht. Ich hätte dir nicht vertrauen sollen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Ich habe dir 27 Jahre den Rücken freigehalten. Es war damals deine alleinige Entscheidung. Ich habe alles falsch gemacht. Was hast du ihr gesagt? Wem? Bella. Mein Gott, Larissa, das ist doch keine Kleinigkeit für mich. Ich habe ihr gar nichts gesagt. Sieh endlich den Tatsachen ins Auge. Bella ist meine Tochter.